Freunde, ich bin irgendwie stinksauer. Mir kommt es auch so ein bisschen vor, als ob die UEFA in letzter Zeit die deutschen Teams sehr benachteiligt. In mehreren Sachen. Die UEFA zum Beispiel hat uns gratuliert hier zum Geburtstag, Eintracht Frankfurt. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Die UEFA postet auch immer gerne unsere Fans, ja. Die Auswärtsreisen, diese tollen, die Choreos und alles. Das hat die UEFA immer super gerne gepostet. Aber wenn es darum geht, mal unsere Fans zu helfen, dann ist die UEFA nicht mehr da. Neapel schließt die Fans einfach aus. Das Innenministerium, Innenminister geboren in Neapel übrigens. Ja, also ganz, ganz, ganz komischer Beigeschmack. Ganz kurz vorher, damit man auch ja nichts mehr dagegen unternehmen kann. Ich persönlich fände es ein so starkes Zeichen, wenn man sagen würde, Neapel, entweder ihr tragt dafür Sorge, dass die Zuschauer kommen können, indem ihr an einem neutralen Ort spielt, oder ihr seid raus. Wenn ihr nicht die Regularien erfüllen könnt, dann seid ihr raus. Ganz einfach. So einfach ist es. Denn wenn die einen Auswärtsfans mitdürfen und die anderen nicht, dann ist das einfach ein Wettbewerbsnachteil. Egal, wer jetzt irgendwas anderes kommentiert, Freunde, wenn es um euren Verein gehen würde, ihr würdet das genauso sehen. Ihr würdet das genauso sehen. Die UEFA postet immer gerne unsere Fans, aber wenn es darum geht, sich mal dafür einzusetzen, sind sie nicht mehr da. So, zweite Sache, Dortmund gestern. Ich weiß, dass man Schiri-mäßig das vielleicht irgendwie begründen kann, ja, aber diesen Elfmeter, den der Schiedsrichter, er steht gut, er sieht es, dass man den gibt nach VR, also wenn er ihn nicht gibt, ihn dann in VR einschaltet, das ist für mich falsch, ja, und dass man ihn dann nochmal wiederholen lässt in so einer Situation, wo ein Chelsea-Spieler zuerst reinstürmt, das ist für mich auch höchst kurios. Es mag sein, dass es diese Regel gibt, ich habe sie ganz selten angewendet gesehen in der Champions League und genau hier zweimal hintereinander rettet der VR Chelsea und schafft es, dass die weiterkommen. Dann hat man natürlich schon so ein bisschen Fadenbeigeschmack. Auch gab es einige Kommentare von BVB-Verantwortlichen, die den Schiedsrichter gestern auch nicht so toll gesehen haben. Unter anderem Emre Can auch hat sehr deutlich darüber geredet. Der Schiedsrichter schien sich nicht besonders beliebt gemacht zu haben. Generell hatte ich so das Gefühl, dass er nicht unbedingt für Dortmund gepfiffen haben, um es hier mal nett zu sagen. Naja, was seid ihr, liebe Freunde? Wie behandelt die UEFA uns? Ja, unsere deutschen Teams. Gut? Normal? Oder würdet ihr sagen, andere Teams, gerade die englischen Teams, besser? Eure Meinung gerne in die Kommentare. Ich bin gespannt. Wir sehen uns später wieder und denkt dran, haltet den Ball richtig flach.